So, genug Pause und Futter für mich. Aloy wartet. Und ja, wir müssen hier irgendwie runter. Scheinbar. Zumindest sagt uns das diese Quest. Das habt ihr also vor. Ihr wollt diese Dinger wiederbeleben. Ihre Kraft nützt uns. Maschinendämonen aus den Tiefen der Erde. Ein Albtraum. Albträume, ja, die schlimmsten Träume unserer Feinde werden nun wahr. Ja, erhebt euch! Allein erwische ich ihn nicht. Die Dinger vernichten uns alle. Sie vernichten nur unsere Feinde und erobern unser Land zurück. Mein Fokus, er geht nicht mehr. Durchsucht hier alles. Vielleicht gibt es Eindringlinge. Verzeih meine Einmischung, Aloy. Es ging nicht anders. Oh, wer ist da? Ein Interessierter. Ihre Fokusse sind deaktiviert, doch ich weiß nicht, wie lange. Der Rest liegt da. Wer ist da? Okay. Das ist jetzt interessant. Vor allem. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen schauen. Weil es ja doch ziemlich viele hier in der sind gerade. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier noch mal ein bisschen mehr zur Verfügung habe. Aber meine Güte. So, er ist verwirrt. Das ist gut. Er soll ruhig verwirrt bleiben. Oh, danke für den Hinweis. Das kurz AFK sollte weg. So, jetzt aber. Was mache ich mit diesem Schnitt? Okay, komisch. Was? Moment. Irgendwas ist hier gerade passiert und ich weiß noch nicht so genau was. Okay, die sind eh gerade mega am Durchdrehen. Die Viecher. Sie geben auf. Das ist schon mal ganz gut, dass die aufgeben. So. Nee, irgendwie hat das nichts gebracht. Wunderbar. So, wir wollen hier jetzt, wir müssen hier jetzt irgendwelche Sachen machen. Die Frage ist natürlich, was für Sachen wir machen müssen. So, kommst du in Blickrichtung? Ja, du kommst irgendwie in die richtige Richtung. Oder auch nicht. So, jetzt aber. Fuck. Das Nora-Mädchen lebt. Fuck. Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Nix wie weg hier. Sie ist da entlang. Das war eine doofe Nummer. Wissen die, wie man, ja, die wissen, wie man hier hochkommt. Augenscheinlich. Aber okay. Oh, noch schlimmer, das waren die Verderber. Macht uns die Sache natürlich nicht einfacher. Aber wait. Idee. Die haben sich zu
doll hin und her bewegt. So. Der stand mir da irgendwie im Weg. Und du kriegst auch nochmal einen rein. Einfach nur für die Nummer, die du gerade abgezogen hast. Die wissen eh nicht, von wo ich angegriffen habe. Von daher ist alles gut. Alles safe für uns. Auch wenn hier jetzt gerade der eine Fette hier hochkrabbelt. Und der Meinung ist, hier voll auf dicke Hose machen zu müssen. Schnellt eh nicht. Die sind hier zu weit. Oh, das sieht gut aus. Ah, warum dreht er sich immer genau dann weg? Wenn ich ihn gerade im Blick habe. Ernsthaft. So, das sah doch gut aus. Und schöne Treffer. Aber trotz allem, das hilft uns so nicht ganz weiter. Denn sehen tun sie uns hier oben nicht. Aber nur weil sie uns nicht sehen, heißt das nicht, dass wir nicht trotzdem hart in Gefahr sind. So, Bauteil entfernt, das ist gut. Aber uns geht echt mies die Munition aus. Dafür hat der eine zumindest schon mal keine Geschütze mehr. Doch, er hat noch Geschütze. Es war ein Irrglaube, dass er keine Geschütze mehr hat. Von wo kamen da gerade Pfeile geflogen? Irgendwer greift doch da unten gerade an, oder? Bin ich bescheuert. Wir sind noch nicht alleine hier gerade. Irgendwer hat doch gerade eben einen komischen Pfeil geschossen. Ups. So, jetzt versuchen wir mal. Das Ding zu treffen. Ob es funktioniert hat? I don't know. Okay, das ist schon zu weit weg. Eigentlich. Oh, das ist Olin, der irgendwie am Boden liegt. Und jetzt wieder aufsteht. Okay, sehr schön. Ja, komm, auf das Auge. Direkt drauf. So. Und einen Schuss habe ich noch. Und noch einen. So. Das war's mit Entfernung. Für dich. Du kannst jetzt mal ein bisschen näher dran kommen. Oh, der läuft von mir weg.
armes Tuk-Tuk. Okay, das ist ein bisschen blöd jetzt. Weil da hinten ist ja noch eigentlich der zweite. Sehr richtig. Niemand hier. Genau. Hier ist gar keiner. Und du brauchst gar nicht so laufen. Denn... Fuck. The fuck? Bin jetzt gerade leicht verwirrt. Moment. Aha. Das Ding existiert noch. Oh, da ist irgendwas. So, dich habe ich. Ach komm. Da ist ein Verbündeter. Scheinbar. Na gut, dann helfen wir unseren Verbündeten mal. Indem wir einfach mal ein bisschen Action machen. So, eine Maschine haben wir. Und die zweite holen wir uns jetzt auch noch. Roll, roll. Au. Du brauchst mir hier nicht antanzen. Ach komm. Ich wollte schon sagen, das war eigentlich ein guter Hit. Moment. So. Wo ist er denn? Da liegt er am Boden. Keine Sorge, Olin. Ich komme gleich zu dir. Na, wer schießt denn da? So, erwischt. Und... Hör mich an! Meinst du, ich soll jetzt noch mit dir reden, Junge? Ernsthaft? Erstmal loote ich hier ganz gemütlich. Bleib da mal schön am Boden liegen, ich komme gleich zu dir. Du willst Rache. Ich bin bereit. Nee, nee, so einfach kommst du mir jetzt nicht davon, Junge. Hör mich an. Ne, ich hör dich gleich an. Erstmal bleibst du da schön liegen, Kollege. Upsa. Schluck auf. Hör mich an. Das wird zu schwer. Du willst Rache. Ich bin bereit. So, Kollege. Jetzt komme ich zu dir. Versprochen. Ich sage dir alles. Das musst du wohl. So, erstmal. Wer sind die Mörder? Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Okay, was ist das für eine Frau? Warum sieht sie so aus wie... Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich, viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. In den Ruinen gefunden? Wie? Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Du siehst aus wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern.
Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. Wäre er ihm nur ins Grab gefolgt. Er führt jetzt die Eklipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Du sagst, der Teufel der Eklipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Oh weia. Warum alte Maschinen? Warum graben die Eclipser alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Ich dachte, sie wollten die Teile. Doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Ja, die du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen, aber nach heute ist alles möglich. Anscheinend bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Oh weia. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Du hattest Zugang zu Meridian. Warum kamt ihr nicht an Avat heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eklipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Das ist schwierig, aber Zeit, ihn zu richten. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden? Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber du kommst bestimmt damit zurecht. Ich bin mir nicht sicher. Es ist kompliziert. Tilge deine Schuld. Dein Leben ist verwirkt. Ich will keine Marionette töten. Ja, komm. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. Meine Güte. Wir haben eine neue Main Quest, die ganz schön weit entfernt liegt. Schauen wir doch mal. Ui. Uiuiui. Ui, ui. Das ist aber ein ganz schön weiter Weg. Aber wir haben ja noch eine Hauptquest. Und zwar... Das Feld der Gefallenen. Wo, genau.
wo Ehren Schwester gefallen ist. Das machen wir als nächstes. Weil, ha, welch ein Zufall, es ist ziemlich nah dran. Ja doch, wir könnten eigentlich auch nochmal ein bisschen Punkte ausgeben. Na komm, dahin. Wenn wir das noch hinbekommen. Ne, dafür brauchen wir 3 und 3. Dann lassen wir das erstmal leider. Warten wir nochmal. Okay, Fallen- und Stolperdrähte. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Munitionsbauer. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das brauche ich definitiv. Aber sowas von. Zielbalance und Jägerreflexe sind jetzt irgendwie nicht so das, was ich brauche. Dafür bin ich irgendwie nicht gut genug. Stiller Sprint. Das ist cool. Aber egal. Genug geguckt. Wir wollen jetzt zu Erend. Erend? Ich muss ja die ganze Zeit an das Silmarillion denken, an Bären. Aber das ist natürlich eine ganz andere Person. Und auch eine ganz andere Spezies, by the way. Hep. Hoch da. Okay. Für uns lief es gut. Sehr gut sogar. Das brauche ich später noch. Da liegt doch irgendwas. Ah, nee. Hier waren aber das letzte Mal noch ein paar Wächter unterwegs. Bin mir ziemlich sicher. Haben die sich verlaufen? Sind die verschwunden? Sind die weggelaufen oder so? Ich weiß es nicht. Was haben wir da? Wächter. Naja gut, das sind Rohstoffe. Aber way. Wir laufen mal schnell hier ins Gebüsch. Irgendwo hier habe ich ein Lagerfeuer entdeckt. Da. Irgendwo. Dann laufen wir doch mal hin. Warum nicht abspeichern, wenn wir schon hier in der Ecke sind? Zack. Und dann haben wir nämlich auch gleich wieder einen weiteren Punkt, zu dem wir schnell hinsprinten können. Eigentlich brauche ich aber auch echte Ressourcen. Was bist du denn für einer? Ein Verwüster. Ah, wait. Keine Munition mehr. Ich sollte die Waffe wechseln. Na, so nah komme ich dann doch nicht dran. Was ist denn da los? Ein Panzerwanderer? Okay, was auch immer. Moment. Ist hier zufällig irgendwo, wo es Gras in der Nähe, wo ich mich eben verkrümeln kann? Nee, irgendwie nicht. Ich glaube, die Verwüster kann ich doch auch einnehmen. Sieht wie ein Sägezahn aus. Nur schwerer bewaffnet. Na toll. Ja, kann ich. LOL. Geil. Das ist jetzt ein Freund von mir. Wunderbar. So habe ich das gern. Und jetzt wechsle ich einfach mal die Waffe und lock den Dude an. Ich bin mehr als bereit für dich. Geil. Unser Freund, der Säbelfreund, prügelt sich hier durch die Gegend. Oh, liegt am Boden. Nicht so geil. Geil, er ist gleich wieder wach. Panzerwanderer, sollte ich jetzt im Kampf umdrehen überbrücken können. Nee.
Fackel. Ey. Was? Wie? Drecksvieh. So, dich habe ich. Nicht gut gewesen, aber reicht. Der tobt hier einfach weiter. Oh. Und komm, dich hole ich mir. Oh. Das tut mir leid, das wollte ich nicht. Mein Freund. Ach, egal. Ha, das hat richtig gut getan. Wir haben, der hat hier so viel vermöbelt, dass ich mir hier ordentlich Ressourcen holen kann. Geiler Scheiß. Was habe ich denn hier Schönes? Ah, so viel toll. Zum Thema leichtes Gepäck. Das war so geil. Vor allem, der hat so viel geholt, dass ich mich hier wieder richtig schön ausstatten kann. Perfekt. Perfekt, ehrlich jetzt. Schade, dass du schon so viel Schaden genommen hast. Sonst hätte das wahrscheinlich noch um einiges besser für uns ausgesehen. Roll, 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 roll. Aber das war schon ein nicer Fight, muss ich mal sagen. Wie der da auf einmal losgestürmt ist und angefangen hat, Unruhe zu stiften. Herrlich. Oh, sehr nützlich. So, aber hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen Grünzeug. Sonst, ja. Nicht so gut. Wir haben nämlich wieder echt Schaden erlitten. Und ich würde zu gerne mal wissen, ob ich hier noch... Da habe ich einen Hasen. Ich brauche eigentlich eher sowas wie Schweine und sowas. Nicht gut. Ich muss hier mal ganz schnell irgendwo zu einem hohen Gras. Bevor hier irgendwie der Terror losgeht. Was zum Henker geht da ab? Panzerwanderer, okay. Oh, da kämpft irgendjemand. Ehrenkämpfer, shit. Er steckt in der Klemme. Okay, das macht nichts. Das Blöde ist nur... Ich kann ihn nicht... großartig unterstützen hier. Moment. Da vorne läuft irgendwas. So, dich habe ich. Ah, geil, perfekt. Genau so einen Moment habe ich gesucht. Einfach einen einnehmen und kämpfen lassen. So, die Frage ist jetzt nur, welcher ist mein Freund und welcher nicht? Überbrücken ist kein Problem, aber es mal hinzufragen. Ist der mein Freund? Nee, der ist nicht mein Freund.
egal, komm. Ups. Das wäre geschafft. Oh, der wäre mein Freund gewesen. Habe ich nicht geschnallt. Wo ist er denn? Komm her, lass uns reden. Ja, auf jeden Fall. Sollten wir reden. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, machen wir hier keinen Stress. Erstmal muss man looten. Man weiß doch, folgende Reihenfolge. Erstmal Gegner prügeln, dann Gegner looten. Und sobald die Gegner gelootet sind, dann erst, aber erst dann, fangen wir an, mit Menschen zu reden. Hey, im Ernst, wir müssen reden. Es ist mir schon klar, dass wir reden müssen. Du suchst ja immer die Attentäter deiner, deiner Schwester. Ja gut, dann reden wir mal. Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Ach ja, da war ja was. Muss ich mir Sorgen machen? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein, ich hatte zu viel getrunken. Vielleicht dachte sie, verdammt, ich weiß es nicht, dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schattenkaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schattenkaja sind Tiere. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Es tut mir so leid, Erend. Ja, tja. Wenn ich diese Schufte finde, wird es ihnen auch leid tun. Das glaube ich. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerecht. Das klingt nicht gut. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Ja, Tatendrang hier. Ich bin mal gespannt, was wir dort finden werden. Vor allem, weil wir dann den Fokus nutzen können und sowas. Zwischendurch laufe ich mal nach links und rechts und sammle noch wieder ein paar Pflanzen ein. Hier draußen? Ich weiß nicht. Es ergibt keinen Sinn. Lange Schatten. Ich glaube, es wird langsam auch wieder Tag. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein. Sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Aber das ist schön, dass er zumindest langsamer wird, wenn wir langsamer werden. Das macht uns das Ganze ein bisschen einfacher. Ach, herrlich. Es wird Tag. Da hinten. Hier ist es. Hier war der Überfall. Unsere Soldaten haben alles abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Und ich muss Truthahnfleisch finden. Wait. Nee. Hm.
Nein, nicht weglaufen. Ach, scheiße. Ich habe da gerade eben Futter gesehen und dachte, ich kann das nehmen. Weil, wie oft finden wir hier... Wie oft finden wir hier schon mal ein bisschen Truthahnfleisch und so weiter. Ich würde ganz gerne gucken, ob ich hier irgendwas herstellen kann. Nee, natürlich nicht. Ach Mann, zu schön. Ich war der Meinung, ich habe da gerade was gehört. Na gut, dann gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Und schauen mal nach. Was haben wir denn da? Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie, als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkaja das tun? Im Moment bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkaja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Oh. Okay. Dann wollen wir mal der Spur folgen. Mal gucken, wo sie uns hinführen. Da sind die Wagenspuren. Nebenbei noch mal ein bisschen gucken, ob wir hier irgendwie Viech finden. Das sind wirklich die Wagenspuren. Die führen hier hoch. Den Weg. Lagerfeuer entdeckt. Wo? Da drüben. Okay. Ah, sehr schön. Das führt uns direkt auch am Lagerfeuer vorbei. Das passt ja. Ausgezeichnet. Können wir hier einmal kurz schnell speichern. Und ich bin mal gespannt, wo zieht es denn uns hin? Es zieht uns hier hoch zu so einer Ruine anscheinend. Und hier ist wieder so ein Metallring. Aha. Ziemlich weit weg von Meridian, muss man schon sagen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo es uns hinführt. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Da bin ich ganz deiner Meinung. Da liegt noch ein Wächter. Alte Trümmer. Ich sehe hier aber auch keine Gegner gerade. Okay, was auch immer das ist, wir werden es uns in der nächsten Folge angucken. Jetzt heißt es für mich erst nochmal eine kleine Pause und dann bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Ich meine, das ist ja aber auch ein schönes Objekt, was wir hier vor uns haben. Meine Güte.